Juten Hu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge WoW Jägerabenteuer mit unserem kleinen Pandaren Fu-Man-Pu. Dann werden wir mal die Quests annehmen. Benutzt du zwei Schuss altes Haus am Ende des Jahres Jango Schachts in Westfall. Machen wir. Töte 12 Koboldbuddler. Machen wir auch. Mama Celeste. Sammelt 6 Kojotenschwänze und 5 Handvoll frischen Matsch. Okay. Wozu das auch immer gut ist. So. Oh, zwei leichte Leder sogar. Cool. Frischer Matsch. Lecker. So, mal gucken, kann ich den? Ja, den kann ich. Ich habe kein Ziel. So. So, der hat zum Beispiel die nicht gelootet und deswegen ist er eben halt nicht häutbar. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Westfall-Matschkuchen. Benutzen. Lässt euren Magen rumoren. Na, ganz schick. So, was können wir denn hier verkaufen? Den können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Und den verkaufen wir natürlich. So. Dann auf zum Jango-Schacht.
Labert mal schneller, ich will nach Hause. So, wir haben fertig. Jetzt brauchen wir hier noch 9 Koboldbuttler. Ich brauche ein Ziel. Oder? So. So, noch 3. So, Level up. Ich bin Level 15, das heißt, ich könnte mich jetzt für Innis anmelden. Und verteilte Talentpunkte. Raubdienstwind, Tötungsbefehl für Gegner mit weniger als 35% Gesundheit, 50% mehr Schaden zu. Tierbegleiter. Eure Fähigkeit Begleiter rufen, ruft zusätzlich das erste Tier aus eurem Stall herbei. Dieser Begleiter wird eurem Tötungsbefehl gehorchen, kann jedoch keine Fähigkeiten aus seiner Begleiterfamilie einsetzen. Oder Alpha-Tier, ruft ein mächtiges Wildtier herbei, das euer Ziel angreift. Der Angriff wird von einem Brüllen begleitet, das euer Tempo 8 Sekunden lang um 5% erhöht. So oft rufe ich meinen Begleiter nicht herbei, der ist ja die meiste Zeit da, außer ich verliere ihn mal. Wie lange ist denn eigentlich die Abklingzeit? 20 Sekunden geht ja. Probieren wir das mal aus. Holen wir uns mal da den Geier.
kleines Ei. Oh, das muss ich aufheben für Weihnachten. Kriegst dann wieder für ein kleines Ei 5 Gold. Zu Weihnachten gibt es immer Rezepte Lebkuchen und Eierpunsch. Und die meisten machen sich nicht die Mühe und farmen diese kleinen Eier, sondern kaufen die im Auktionshaus. Und da gibt es dann wirklich so Leute, die dann so für das Ei bis zu 5 Gold zahlen. So, fertig. Dann gehen wir mal abgeben. Ach, haben auch schon 28 Trophäen. Sehr schön. Kostenlose Leder nehmen wir immer gerne mit. Belauscht die Rohlinge hinter dem Dingsbums. Dann machen wir das. Ich muss zuerst etwas angeben. Ich habe kein Ziel. Sehr schön. Ich sollte das nicht. Och Manu. Glaube ich jetzt nicht. Also nochmal. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Jawohl, jetzt hat's geklappt. Oh, was ist hier los? Loot-2-Schuh. Sprich mit Bauer Saldien auf Saldiens Hof in Westfall. Aber erst gucken wir, was wir noch verkaufen können. Was haben wir denn hier? Brauche ich noch? Brauche ich nicht? Brauche ich nicht? Brauche ich eigentlich auch nicht? Ja, dann wollen wir mal.
auf zum Bauernhof. Töte 10 Erntebehüter. Okay. Da drinnen. Salma Saldian. Sammelt 6 Okraschoten, 6 Stück sehniges Fleischreißerfleisch und 6 Geiferzahnflanken. Machen wir. Meisterlampe. Sieht ja nicht wie ein Hase aus. Bringt das Herz ins Erntebüter zurück zur Bauer. Ja, machen wir. Wir sind ja nett. Manchmal. Autschi. Hast du nur davon? Zuerst etwas anvisieren. Hast du nur davon? Nur weil Vollmond ist, musst du mich hier nicht anmachen. Schön schaden.
Und wieder ein kleines Ei. Ich habe kein Ziel. So, jetzt fehlt uns immer noch Fleischreißer. Fleisch. Unschönes Wort. Fleischreißer, Fleisch. Doppelt Fleisch, gefällt mir. Schuten hätten wir auch voll. Und gut. Sehr schön. Natürlich. Ich muss zuerst etwas anvisieren.
Seid gegrüßt. Ziehe die Ehre, Freund. Ehre dem König, Freund. So, ein paar Badelatschen. Plus 1 Rüstung, plus 3 Beweglichkeit, plus 5 Ausdauer. Angezogen. So, nichtsdestotrotz sage ich erstmal Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hightower.